Guten Morgen, heute am 29. August 2020, ein Samstag. Das heißt, ich kann hier ein bisschen früher anfangen als üblich. Arbeitsbedingt bin ich ja unter der Woche hier immer erst am Nachmittag irgendwie vor Ort und kann halt dann nur noch ein paar Stunden in den Abend hinein, in die Nacht hinein arbeiten. Am Wochenende und insbesondere am Samstag kann man eben dann auch mal ein bisschen lauter sein und auch irgendwie früher anfangen. Seit gestern habe ich ja hier auch diesen super tollen Drehstuhl hier auf der Baustelle. Und zwar, ja, das ist eigentlich im Prinzip nur so ein kleiner Hocker. Aber der bietet sich halt an für die filigranen Lötarbeiten und irgendwie für Arbeiten, die ein bisschen länger dauern, wo man im Stehen dann einfach unruhige Hände irgendwann mal bekommt. Und da bietet sich das an. Den lasse ich hier jetzt vor Ort, weil ich hier noch eine Reihe und eine Menge von Fenstern zu erledigen habe. Thema ist ja immer noch hier Fensterkontakte in die Fenster einbauen. Diese vier Fenster, also das sind hier ist ein großes und hier sind drei kleinere, so hintereinander. Also man kann das hier sehen, eins, beziehungsweise halt das zweite hinten, und die haben wir gestern fertig bekommen. Das ging dann am Schluss relativ zügig. Da hat man dann, wenn man die einzelnen Arbeitsschritte ein paar Mal gemacht hat, hat man da Übung und ja, das geht dann schnell von der Hand. Die sind jetzt eben soweit vorbereitet. Man kann das hier sehen, dass hier halt auch die seitlich jeweils die Kabel bzw. die Leerrohre heraus, schon aus dem Leerrohr dann das Kabel. Und die Idee ist es dann, dieses relativ dünne Leerrohr in ein dickes Leerrohr überzuführen, in der Wand dann irgendwo. Aber so wie es jetzt ist, könnte man das schon mal installieren. In dem Fall, da sind zwei Flügel hier, gibt es halt ein Fenster links und rechts, ein Kabel auf der linken und ein Kabel auf der rechten Seite. Also hier geht eins weg und auf der anderen Seite. Bei den einflügeligen Fenstern ist das eben jeweils immer nur ein Kabel. In dem Kabel sind halt vier Adern. Diese Kontakte hier drin, die haben, also da gibt es irgendwie einfach jeweils zwei Reed-Kontakte in diesem Verschluss und dementsprechend braucht man zwei mal zwei Adern, macht vier Adern an der Zahl und ja, die kommen hier zur Seite heraus. Das ist soweit vorbereitet. Die Fenster sind aus meiner Sicht jetzt erstmal fertig, die könnte man quasi verbauen. Was man dann halt auch machen muss, und damit habe ich jetzt hier zumindest mal testweise begonnen oder mal so ein paar Konzepte mir überlegt und erarbeitet. Hier kommt zum Beispiel so ein kleineres Fenster rein, das ist das Gäste-WC. Und ja, Fenstergröße ist überschaubar. Und was man jetzt hier sehen kann, also so stelle ich mir das nachher vor. Das Fenster wird halt hier installiert. Hier kommt ja das Rollo heraus. Das heißt, die Außenkante des Fensters wird in etwa hier entlang laufen. Das ist eine Information, die ich nach wie vor nicht habe, leider. Da will irgendwie keiner so richtig festlegen. Das heißt, das ist nach wie vor ein bisschen ein Glücksspiel mit denen. Mit den genauen Angaben. Ich mache halt die Löcher und die Aussparungen so groß, dass ich da definitiv Spiel habe. Die Idee ist halt, das Fenster hier so zu installieren. Und unten gibt es ja diese Leiste, die liegt dann hier quasi auf. Seitlich heraus geht dann dieses Leerrohr, beziehungsweise das Kabel mit dem Leerrohr, und kommt dann hier heraus. Und hier würde es dann einen Schlitz in dem Fall nach unten geben, beziehungsweise das wird wohl in allen Fällen so sein. Dann geht es nach rechts weg zur weiteren Verdrahtung. Das ist jetzt an der Stelle wahrscheinlich nicht so interessant, aber ich muss halt jetzt überall das hier vorbereiten, muss das vernünftig ausmessen. Und dort, wo die Fenster eben eingesetzt werden, muss ich diese Vorbereitungen treffen. Das kleine Fenster hatte ich hier tatsächlich auch schon hineingetragen. Das hat soweit super geklappt. Und dementsprechend bin ich jetzt hier guter Dinge, dass das mit diesen kleineren Fenstern in diesem Geschoss gut klappen wird und dass es da keine Komplikationen geben sollte, hoffentlich. Ich werde natürlich bei der Installation in 2 Wochen versuchen, vor Ort zu sein, einfach um hier ein Auge drauf zu haben. Die Monteure, die werden das auch nicht jeden Tag so machen. Normalerweise gibt es eben gar keine Fensterkontakte oder die sind ab Werk dabei. Keine Ahnung, ob es da Leerrohre gibt und wie die verlaufen und so. Deswegen, ja, Gedanken lesen können die natürlich auch nicht. Oder ein weiteres Thema sind ja hier die großen Fenster. Also die sind immer 1,50 Meter breit, 2,20 Meter hoch. Die stehen nach wie vor auf diesen Paletten hier draußen. Kann man hier jetzt ganz gut sehen. Die hatte ich auch schon mal angefasst eben, diese Verschlüsse eben ausgebaut, vorbereitet, aber da müssen die eben noch eingebaut werden. Eins davon ist tatsächlich schon fertig. Für die anderen, ja, das ist dann eher ein Thema für die nächste Woche. Heute habe ich jetzt leider keine Helfer vor Ort, beziehungsweise nicht ausreichend viele Helfer. Die sind mir verreist und dementsprechend alleine sind die definitiv nicht handelbar. Die sind zu schwer, zu groß und da braucht man Hilfe beim Tragen, beim Transportieren, beim Aufbocken. Und ja, das muss ich verschieben. Was es aber heute zu tun gibt oder was ich eben heute vorhabe, sind die Fenster im Kellergeschoss. Da hatte ich ja im Vorfeld hier schon Leerrohre vorbereitet. Das war ja so, ja, man kann das hier vielleicht sehen, beziehungsweise sehen nicht mehr, aber das Resultat sehen.
Es gibt ja hier Leerrohre, die aus dem Boden herauskommen. Das ist jetzt der Wohnzimmerbereich. Einige dieser Leerrohre, diese dünneren, hier dürfen das ein Fenster oben, steht da drauf zum Beispiel. Die gehen ja hier in das Fenster, also hier ist ein Fenster, beziehungsweise auch hier ist ein Fenster des Büros im Kellergeschoss. Da hatte ich jeweils zwei Leerrohre von links und zwei von rechts hingelegt, weil ich auch da nicht wusste, wie genau das nachher sich verhalten wird. Das heißt, Leerrohre gibt es schon, die kommen hier im Erdgeschoss heraus. Das hat die Bewandtnis, dass das ja Betonelemente sind, da fräst es nicht so gut. Und ja, das wollte ich eben aus dem Auge, aus dem Sinn haben. Da sieht man jetzt nichts, die Leerrohre, die Zuführung gibt es. Allerdings gibt es halt jetzt das Problem, dass man halt zusehen muss, dass man bei den Fenstern, die werde ich ähnlich gestalten wie auch hier, also die Fenster sehen eben sehr ähnlich aus. Da gibt es auch so eine Leiste unten, so wie bei diesen Fenstern. Und da muss ich jetzt halt sehen, dass das mit den Leerrohren, die da vor Ort sind, irgendwie hinhaut. Das schauen wir mir jetzt einmal an. Ich nehme euch mit und wir sehen uns gleich im Keller. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt hier mittlerweile im Keller, im Büro, um genau zu sein, genau unterhalb des Standortes, von dem aus ich eben noch gesprochen habe. Also genau über mir befindet sich halt das Wohnzimmer mit den Leerrohren, die auch dort austreten. Und jetzt geht es eben darum, die Fenster, die haben wir im Vorfeld hier eben auch schon mal heruntertransportiert und hier zwischendeponiert. Dann sind die schon mal im Trocknen und ich kann jetzt hier herumbasteln. Und ja, es geht jetzt eben darum, die Kontakte hier an die Fenster, in den Fenstern zu installieren. Das würde ich nach dem gleichen Schema machen wie auch bisher schon. Das hat sich bewährt. Das würde dann auch heißen, dass jetzt links und rechts hier aus dieser Leiste im unteren Bereich, da würde die Fensterbank irgendwie installiert werden, sofern man eine haben möchte. In dem Bereich würde man eben werden die Leerrohre mit dem Kabel austreten. So weit, so gut. Das Problem oder was hier im Keller ein bisschen anders ist als halt oben ist, dass wir jetzt hier die Außenwände, die sind ja eben so Betonfertigelemente, das ist hier gegossen. Wir hatten hier im Vorfeld eben die Leerrohre vorbereitet. Da war ich auch ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise ich wusste damals eben auch noch nicht genau, wie die Fenster mechanisch aufgebaut sein werden, wo da die Kabel letztendlich heraustreten. Ich wusste, dass ich eine Verschluss- und eine Kippüberwachung haben möchte, das heißt zwei Kontakte. Dementsprechend habe ich einfach mal auf gut Glück oben und unten die Leerrohre austreten lassen seitlich. Mir konnte leider im Vorfeld eben diese Fragen keiner beantworten und da musste man halt das Beste draus machen. Jetzt ist es aber so, dass die bei den Fenstern, wenn ich da jetzt eben unten aus dieser Plastikschiene, auf dem das Fenster aufliegt, die Kabel ausführe, dann bin ich jetzt hier ein bisschen tiefer als das Leerrohr. Das heißt, ich muss hier auch nochmal irgendwie herummeißeln oder so, um das Leerrohr nach unten zu bewegen. Wir hatten das ja mit Bauschaum verfüllt, das kann man hier jetzt sehen. Das ist jetzt alles nicht purer dicker Beton. Das sollte sich schon irgendwie herausmeißeln lassen. Müssen wir mal sehen, wie gut das klappt, wie viel Spiel da tatsächlich ist. Das habe ich tatsächlich selbst auch noch nicht probiert. Und ja, ich hoffe, dass dieser Schritt das geringere Problem sein wird. Das Problem oder der Schritt, bei dem ich mir mehr Sorgen mache oder bei dem ich mit mehr Problemen rechne, ist dann tatsächlich die Kabel einzuziehen. Und zwar die Monteure, die das Fenster dann installieren werden, die werden natürlich jetzt keine Lust haben, hier die Kabel, die dann hier 10 Meter raushängen, da irgendwie mir durch die Kabel, durch die Leerrohre zu fädeln und zu ziehen. Das heißt, die Idee, die ich bisher habe, ist, die Fenster in der Nähe des Bestimmungsortes schon mal abzustellen, die Kabel jetzt im Vorfeld da eben einzuziehen, sodass man die nachher dann wirklich entweder noch durchstecken oder vielleicht ein bisschen von oben ziehen muss, aber dass man da jetzt nicht irgendwie fummelig die Kabel erst einziehen muss. Man hat natürlich ein bisschen Verschnitt, weil die Fenster jetzt nicht, die werden halt hier irgendwie unten dann abgestellt werden. Das heißt, man verliert ein paar Meter, aber gut, das Kabel ist jetzt nicht so teuer und vielleicht kann man das an einer anderen Stelle dann wiederverwenden. Ob das so klappt und wie gut das klappt, das weiß ich selbst noch nicht. Ich würde ja wieder mit dem dünnen Leerrohr hier in das dicke Leerrohr das eben überführen und da muss ich selbst zusehen, wie gut oder wie schlecht das eben klappt. Das kann ich selbst auch noch nicht beantworten. Und wenn ich da jetzt ein bisschen herumgespielt habe, dann werde ich das Ergebnis sicherlich wieder präsentieren. So, ich habe das jetzt in den letzten Minuten mal ein bisschen besser und genauer vermessen. Und so wie das jetzt scheint, muss dieses Leerrohr 3 cm weiter nach unten und 2 cm weiter nach vorne, beziehungsweise zum Rauminneren hin. Und jetzt muss ich halt, also man sieht schon, da unten drunter ist genau Bauschaum. Insofern sollte das schon ganz gut klappen, aber ja, das muss ich jetzt erstmal hier mechanisch entfernen. Ich versuche das jetzt mal mit der Hand und im Notfall kommt dann ein bisschen schwerere Maschinerie mit dazu. Man muss halt aufpassen, oder ein bisschen eine Sorge ist natürlich, das Leerrohr
beschädigen, das wäre schlecht. Aber ansonsten sollte das schon irgendwie machbar sein, denke ich mal. Das ist jetzt das Resultat nach ein paar Minuten Arbeit mit dem Bohrhammer. Den habe ich hier jetzt auspacken müssen. Ich habe erstmal den Bauschaum selbst irgendwie so ein bisschen herausgepopelt und da irgendwie versucht, das ohne Maschinen zu machen. Das hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Letztendlich muss man da doch ein bisschen tiefer in die Wand hinein, einfach um auch die Biegeradien human zu halten, dass das halt jetzt hier kein richtiger Knick ist, sondern dass das so ein bisschen halbwegs hin und letztendlich, so von der Messung her, müsste das Kabel, das Leerrohr hier in etwa austreten. Das passt jetzt soweit. Und auch auf der anderen Seite habe ich das schon so weit ausgehämmert, dass das Leerrohr halt in etwa so austreten kann. Man muss jetzt sicherlich, wenn man dann genau weiß, wo das hinkommt, hier den Rest nochmal wieder verfüllen mit irgendwie Zement, Beton oder sowas in der Art. Man muss halt auch, ich musste also tief in die Wand, einfach weil das Leerrohr dort hält und ja, wenn man quasi nur an der Oberfläche kratzt, dann hat man da einen ganz bösen Knick im Leerrohr. Hat aber soweit geklappt. Jetzt gilt es halt, das Ganze auch hier nochmal zu tun und auch beim dritten Fenster noch zu tun und dann bin ich da guter Dinge, dass man hier mit irgendwie mit diesem Ansatz hier die Fensterkontakte installiert bekommt. Bis demnächst. Tschüss!